Ja, immer gut drauf, immer am Start, das sind wir. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, Exit vom Brexit ist das heiße Thema dieser Woche und für uns natürlich auch die große Verschiebung 2019. Was ist denn alles verschoben worden, Thomas? Ja, zum Beispiel SBI Holdings, ETF-Anträge oder auch BACT, allesamt wurden verschoben. Ja, was haben wir noch für Themen vorbereitet, Thomas? Ja, heute geht es in erster Linie um Skalierbarkeit. Dann sehen wir nach Russland, die fördern jetzt die Blockchain-Technologie. Wir schauen rüber zu Elon Musk und zum CoinMarketCap. Ja, Exit vom Brexit ist auf alle Fälle interessant. Gestern am Abend wurde ja die Genehmigung erteilt, dass der Verschiebung stattgegeben wird. Bis am 31.10. haben die Briten Zeit, dass sie sich einigen. Ob es ein harter oder ein weicher Brexit wird, werden wir in Zukunft sehen. Auf alle Fälle hat es Auswirkungen gehabt. Der CoinMarketCap, die Marktkapitalisierung, verlor gestern fast 17 Milliarden. Und ja, was das für Auswirkungen hat, sehen wir am Ende der Sendung. Thema Skalierbarkeit. Ja, Martin, erklär uns mal was dazu. Ich erkläre euch was dazu. Skalierbarkeit nennt man oft, wenn man ein Netzwerk oder ein System hat, das für eine gewisse Gruppe von Menschen geeignet ist. Zum Beispiel für 100 Personen heißt es nicht, dass es für 100.000 Personen geeignet ist. Und das nennt man dann Skalierbarkeit. Wie kann ich etwas skalieren, ohne mehr Kosten zu produzieren? Zum Beispiel, man kann mehr RAM-Speicher verwenden, man kann mehr Software verwenden. Oder bei der Wirtschaftsfaktor her, wenn man in Wirtschaft ein Unternehmen vergrößern möchte, sollte man schauen, dass die Fixkosten klein bleiben. Und da kann man dann eine Skalierbarkeit berechnen, was in Zukunft für mich Gewinn herausschaut. Wie kann ich mein Unternehmen größer, stärker und schneller machen, ohne die Kosten zu duplizieren? Ja, perfekt erklärt von Martin. Und jetzt gehen wir zu unserem alten Freund, Tesla-Gründer, SpaceX-Investor Elon Musk. Ja, Elon Musk ist ja CEO gewesen des Dogecoin. Dogecoin, genau. Und da gab es ja diese Woche, also der Dogecoin ging ja um 30% hinauf. Diese Woche tritt er dann als CEO zurück. Daraufhin stürzte der Coin massiv ab. Aber er hat sich diese Woche in einem Interview von CNBC dazu geäußert, Liebhaber von Kryptowährungen zu sein. Papiergeld wird nach seiner Ansicht nach und nach verschwinden. Ja, Elon Musk, den können wir wirklich einiges glauben. Er hat in dieser Welt sehr viel bewegt. Nicht nur, dass er Milliardär ist, er hat es nicht durch Zufall erreicht, sondern er war sehr ein großer Zukunftsproduzent oder Visionär. Nicht wahr, sondern ist er auch noch. Und ist natürlich auch milliardenschwer. Und wenn er wirklich sagt, das hat Zukunft, dann hat es auch Sinn. Und er gibt auf alle Fälle der Blockchain ganz, ganz gute Noten und auch extrem große Skalierbarkeit, wenn man das so schön sagen kann, in die Zukunft. Ja, genau. Schauen wir jetzt nach Österreich, ins Heimatland direkt. Da möchte ein österreichischer Online-Bauernmarkt namens Markta die Blockchain verwenden. Denn es soll angefangen von der Herkunft bis zum Verkauf der Produkte und Lebensmittel soll es auf der Blockchain funktionieren und nachsehbar sein. Ja, finde ich extrem gute Idee. Wir haben es einmal in Österreich gehabt, einen Fleischskandal. Da wurden dann einfach die Daten ausgetauscht, dass das Fleisch schon abgelaufen ist, wurden neue Pickel drüber gepickt und dadurch wiederverkauft. Und über die Blockchain kann das eigentlich in Zukunft nicht passieren. Ich glaube, sie wollen das so in die Blockchain. Mit einem Herkunftsnachweis. Genau, also von der Kartoffel kann man das so sagen, wenn sie die Erde verlässt, bis sie als fertiges Pommes frites bei uns am Teller landet, kann man das über die Blockchain transferieren. Genau, ihre Vision, ihr Ziel ist folgendes, dass sie wirklich die ganze Herkunft auf der Blockchain für den Kunden einsichtbar machen. Wann wurde das Produkt fertiggestellt, wann hat es den Markt zum Beispiel verlassen und, und. Ja, also in der Blockchain natürlich auch fälschungssicher, sehr, sehr interessant. Nicht nur das ist brauchbar für die Blockchain, sondern auch im Energiesektor. Und da glaube ich, haben wir auch einiges vorbereitet. Ja, gehen wir rüber nach Russland. Gazprom, ein riesengroßer Öl- und Gasmagnat, hat insgesamt 93.000 Mitarbeiter. Hit hat 93 Millionen Dollar im Jahr 2018 gemacht und jetzt kommt's, er möchte in die Blockchain-Technologie investieren, hat ein eigenes Softwareprogramm aufgesetzt, so ähnlich wie Ethereum mit Smart Contracts, wie du schon erklärt hast, Martin, in der letzten Sendung, über intelligente Verträge. Ja, Smart Contract ist die Grundvoraussetzung der Blockchain-Technologie, das heißt, noch einmal zur Erinnerung, wann etwas erfüllt wird, dann liefere ich aus. Und das eignet sich natürlich perfekt bei Erdgas, bei Energie, lässt sich die Blockchain-Technologie natürlich sehr, sehr gut anwenden. Ich bezahle, wenn das Geld da ist, dann liefere ich.
eigentlich die Blockchain-Kette, die Blockchain-Technologie auf alle Fälle weiter vorangeschritten. Ja, das Spannende, Entschuldigung, bitte? Dass ich dir ins Wort fälle, ist ja bei Gazprom, es ist ja wirklich kein kleiner Konzern, es ist einer der größten Konzerne überhaupt, sponsert auch extrem viele Sachen, wie zum Beispiel die Champions League, angefangen, also ein Riesenkonzern, und wenn sich der jetzt mit der Blockchain-Technologie ernsthaft auseinandersetzt, dann hat das nach wie vor Hand und Fuß. Ja, Blockchain-Technologie und Energie trifft natürlich auf alle Fälle auf keine Taubenohren, sondern hellhörige Unternehmen, denn es gibt nichts Besseres, als einen fälschungssicheren Vertrag in der Blockchain zu, ja, eigentlich zu hinterlegen, und wann wer bestellt, dann wird geliefert, oder wann wer bezahlt, dann wird geliefert. Blockchain, Energie, Strom, Gas, Öl, alles kann transportiert werden. Genau. Auch das Haus kaufen, wenn man das statt einem Notar in der Blockchain hinterlegt, mit einem gewissen Vertrag, wenn das Geld eingelangt ist, dann kann er das Haus beziehen. Genau. Eigentlich gut. Ja, sehen wir rüber zum CoinMarketCap, wie von Martin angekündigt. Heutige Marktkapitalisierung 170 Milliarden Dollar. Wie du schon gesagt hast, ging es um 17 Milliarden runter nach der gestrigen Brexit-Ankündigung. Ja, Bitcoin kann sich noch halten über der 5000 Dollar Marke, ganz knapp. Ethereum ist auch abgesagt, XRP. Ja, da wird es mal eine Sondersendung geben, da ist wirklich, ja, sagen wir mal, Feuer am Dach. Dann EOS, Binance Coin, Litecoin, und weil du vorher angesprochen hast, schauen wir kurz runter auf Platz 26, der Dogecoin. Hier sieht man ganz eindeutig, da ging es noch rauf und dann eigentlich die ganze Woche hinunter. Ja, zu dieser Sondersendung haben wir uns wirklich perfekt vorbereitet. Ich glaube, wir haben es aber zu dreiviertel fertig, oder? Thomas, kann man sagen? Zu dreiviertel fertig. Wir müssen es noch aufzeichnen. Wir wollen natürlich hier Transparenz schaffen. Was hat Ripple, XRP, XRabbit, XCurrent überhaupt alles für eine Bedeutung? Vielleicht kann der eine oder andere etwas besser damit anfangen und auch verstehen, warum das Blockchain-Technologie wichtig ist. Ja. Die Geburt des Bitcoins haben wir ja mitbekommen vor 10 Jahren, das ist eigentlich schon seit 10,5 Jahren. Es wird wahrscheinlich in Zukunft einige Coins nicht mehr geben, aber eines bleibt sicher, und das ist die Blockchain-Technologie. Ja, ich hoffe auch die Blockchain Brothers. Deshalb würde ich euch bitten, blockchainbrothers.at einfach auf die Webseite hineinzusehen, euch bei dem Newsletter anzumelden, dann kriegt ihr einen kleinen Gutschein für den Zeitaufwand. Und ja, auf alle Fälle uns weiterempfehlen, oder Thomas? Genau, in diesem Sinne einen wunderschönen Abend. Ja, wunderschönen Abend, und wir sehen uns nächste Woche. Blockchain Brothers. Hat euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht und so gut gefallen wie uns beiden? Dann schick uns deinen Daumen und abonniert uns.